So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Wir sind hier bei diesem schönen... Ich muss mich nochmal ordentlich hinsetzen. Oh, nochmal Munition für die schwere Waffe. Solange diese Kackableger die ganze Zeit kommen, kann ich das auch gebrauchen. Das mit den Hass gerade, das war in der letzten Folge, war das ein bisschen unübersichtlich, würde ich behaupten. Credits. Sehr gut. Ich speichere mal vorsichtshalber. Es ist halt, ich bin auch nicht so der Typ, der dann die ganze Zeit durch die Gegend hier rennt, tatsächlich. Ich bleibe dann an meiner Station und ich bin froh, dass meine anderen Teammitglieder die Haske die ganze Zeit von mir abgehalten haben, wobei die mir erschreckenderweise ein bisschen zu nahe kamen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die gar mit zu nah. Ja. Die Frage ist jetzt irgendwie, wo muss ich hin? Das verstehe ich gerade nicht. Der Pfeil zeigt nach da. Ach, da ist ein Computer, den ich hacken kann. Wahrscheinlich müssen wir dorthin. Müssen wir nicht irgendein System abstellen oder so? Oder einstellen? Man weiß es nicht. Starte hacken, okay. Nee. Grün hier. So. Habe ich jetzt irgendwas erreicht? Normandy, hören Sie mich? Joker hier. Das Signal ist schwach, Commander, aber wir hören Sie. Arschtritte für Kollektoren. Zeit, diesen Dingern zu zeigen, dass wir genauso gut austeilen wie einstecken können. Edie, bringen Sie die Verteidigungstürme online. Fehler in der Kalibrierungssoftware sind leicht zu beheben, aber es wird eine Weile dauern, bis die Türme voll einsatzfähig sind. Ich empfehle, sich in Verteidigungsstellung zu begeben. Ich kann die erhöhte Leistung des Generators nicht verheimlichen. Die Kollektoren werden alles versuchen, um das zu unterbinden. Noch irgendwelche hilfreichen Tipps? Nur eine. Feindliche Verstärkung rückt an. Ich rate dazu, die Waffen bereit zu halten. Das ist ja schön, dass du... Wo denn? Hier, viel Spaß. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Das ist schön, dass sich mal wieder jemand persönlich darum kümmert. Die Mächte des Universums. Die Mächte des Universums. Was ist das da? Ed kam ja ein bisschen zu nah. Sind da irgendwelche Husk? Oh nein. Burn them down. Hat gesessen. So, ich würde gerne meine Waffe wieder wechseln. Und die Husk dürfen mir nicht zu nahe kommen, bitte. Sonst kriege ich wieder einen Anfall. Ja, ja. Da ist irgendwo ein Husk. Anvisiert und umgenietet. Der ist tot. Da ist irgendwo noch der Husk. Möchte nicht. Absicherung und Initialisiere Notaktivierung. Bitte halten Sie den Verteidiger. Garrus, töte den nochmal bitte, oder mach du das? Ich habe manchmal den Eindruck. Manchmal gewinne ich den Eindruck, dass sie um die Ecke schießen. Wir sind ein Warp-Spezialist, was auch immer das heißt. Hallo! Shepard, arbeite doch mal. Der nächste. Zwischenspeichern geht nicht. Zwischenspeichern geht immer noch nicht. Bezweifle, dass Feind sich zurückgezogen hat. Mit Verstärkung ist zu rechnen. Speichern geht nicht. Müsste sie ausbremsen. Sequenzielles Hochfahren initiiert. Guardian Schiffsabwehrbatterien bei 40%. Verstärkung. Burn them down. Throw them down. Betäubt sie.
Ach, er schon wieder. Sie werden den Schmerz kennenlernen, Shepard. Wir sind die Vorboten ihres Schicksals. Die Vorboten unseres Schicksals. Ja, ja. Betäubungsschuss bereit. Sehr gut, Varus. Varus ist eine andere Figur, richtig. Ich bin so treffsicher. Guardian-Schiffsabwehrbatterien bei 60%. Synchronisiere Zielprotokolle mit Systemen. Warum kommen die eigentlich auf die Dinger drauf und wir nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Speichern dürfen wir immer noch nicht. Bereit machen, da kommen gleich noch mehr. Ja, I'm ready. Okay. Kommt jetzt der große Mann. Nein, er hat nicht wirklich da die überall Hass. Edi, was ist das? Ein neuer Gegner. Was immer das ist, das war nicht zu lang. Mein Angriff war wirkungslos. Das müsste sie ausbremsen. Schiffsabwehrbatterien bei 100%. Ich habe die Kontrolle. So, das ist leer. Aber Edi hat die Kontrolle über was. Das ist schon mal gut. Wir warten mal jetzt. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich... Wie? Ein Angriff war wirkungslos. Mit Schiffsabwehrbatterien auf Kollektorenschiff. Kann er eigentlich... Und unten bleiben. Ed kommt mir zu nah. Ed kommt mir definitiv zu nah. Mein Angriff war wirkungslos. Ich sollte mich auch so... Ich hoffe, das trifft mich nicht. Oh, so kommt man hier drauf. Ja, aber hier, was hilft mir denn dein Betäubungsschuss jetzt gerade? Burn it down! Mein Angriff war wirkungslos! Komisch. Ist er weg? Ist er tot? Hä? 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 Okay. Hä? Panik? Ist das ein Kollektorenschiff? Hat man eigentlich daran gedacht, bevor man das abschießt, dass da vielleicht die Menschen schon draus sind? Weil wir haben es ja nicht alle Menschen. Zu bleiben. Die meisten der Kolonisten sind dann. Nein, lassen Sie sie nicht entkommen! Wir können nichts mehr tun. Sie sind weg. Die halbe Kolonie ist da drin! Sie haben Egan und Sam und Lilith! Tun Sie was! Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich habe mein Möglichstes getan. Mehr als die meisten, Shepard. Shepard? Moment! Den Namen kenne ich! Ach, ehrlich? Natürlich erinnere ich mich an Sie. Sie sind irgend so eine große Heldin der Allianz. Ja! Commander Shepard, Captain der Normandy, erster menschlicher Spectre, Leiterin der Citadel. Sie sind gerade in Gesellschaft einer Legende, Delan. Und eines Geists. Wir haben so viele gute Leute verloren. Und dann wird man auch noch zurückgelassen. Das passt. Scheiß drauf. Ich bin fertig mit euch Typen von der Allianz. Kaitan! Ich dachte, sie wären tot, Shepard. Das dachten wir alle. Sie klingen wütend. Nein. Es ist zu lange her, Kaidan.
Wie ist es Ihnen ergangen? Warum so förmlich? Zu sagen? Sie tauchen nach 2 Jahren einfach auf und tun so, als wäre gar nichts passiert? Ich dachte, zwischen uns wäre etwas, Shepard. Etwas Wirkliches. Ich habe sie geliebt. Der Gedanke an ihren Tod hat mich förmlich zerrissen. Wie konnten Sie mir ich das antun? Ich kann doch auch nicht dafür, dass Warum ich ein Fleischklops war. Warum haben Sie versucht, Kontakt zu mir aufzunehmen? Warum haben Sie mich nicht informiert, dass Sie noch leben? Ich war nicht bei Bewusstsein, ich wollte dir auch nicht weh. Ich konnte nicht. Ich lag die letzten 2 Jahre in einer Art Koma, während Cerberus mich wieder zusammengesetzt hat. Delikat. Sie sind jetzt bei Cerberus? Garrus auch? Ich kann nicht glauben, dass die Meldungen korrekt waren. Meldungen? Heißt das, Sie wussten Bescheid? Der Geheimdienst der Allianz nahm an, dass Cerberus hinter den verschwundenen Kolonien steckt. Er hat einen Hinweis erhalten, dass diese hier das nächste Ziel sein würde. Anderson hat mir kein Wort gesagt. Aber es gab Gerüchte, dass sie nicht tot sind. Dass sie für den Feind arbeiten. Cerberus ist nicht der Feind. Unsere Kolonien verschwinden. Die Allianz kümmert sich nicht weiter darum. Cerberus ist die einzige Gruppe, die in der Sache etwas unternimmt. Das können Sie nicht ernsthaft glauben. Wir wissen beide, wie Cerberus ist und wozu sie in der Lage sind. Ich wollte die Gerüchte glauben, dass sie am Leben sind. Aber so etwas hätte ich niemals erwartet. Sie haben allem den Rücken zugekehrt, woran wir geglaubt haben. Sie haben die Allianz verraten. Sie haben mich verraten. Nein, gar nicht. Warum ist das so gemein? Kaidan, Sie kennen mich. Sie wissen, dass ich so etwas wie das hier nur aus den richtigen Gründen tun würde. Sie konnten es selbst beobachten. Die Kollektoren haben es auf Kolonien der Menschen abgesehen. Und sie arbeiten mit den Reapern zusammen. Ich möchte Ihnen ja glauben, Shepard. Aber ich misstraue Cerberus. Sie könnten die Bedrohung durch die Reaper dazu benutzen, sie zu manipulieren. Was ist, wenn sie dahinter stecken? Was ist, wenn sie mit den Kollektoren zusammenarbeiten? Verdammt, Kaidan. Sie sind so auf Cerberus fixiert, dass sie die tatsächliche Bedrohung völlig ignorieren. Sind sie zu emotional, Kaidan? Sie sind zu emotional. Sie wollen also nicht zuhören. Ich will ja, dass sie wieder zusammenkommen, deswegen ich muss jetzt genau gucken, was ich hier mache. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es läuft beides auf die Scheiße hinaus. Ich sehe schon. Für Vernunft sind sie nicht empfänglich. Sie tauchen nach 2 Jahren auf und erzählen mir, dass sie mit Cerberus zusammenarbeiten. Ich glaube, das Wo soll denn da bitte die Vernunft sein? Sie haben sich verändert. Aber ich weiß noch immer, wem meine Loyalität gebührt. Ich bin ein Soldat der Allianz. Ich werde es immer sein. Ich muss mich auf der Citadel zurückmelden. Dort wird man entscheiden, ob man ihrer Geschichte glaubt oder nicht. Nein! Ich könnte jemanden wie Sie in meiner Crew brauchen, Kaidan. Es wäre wie in alten Zeiten. Nein, wäre es nicht. Ich werde nie für Cerberus arbeiten. Arbeite für mich. Leben Sie wohl, Shepard. Nein. Und seien Sie vorsichtig. Joker, das Shuttle soll uns abholen. Ich habe genug von dieser Kolonie. Habe ich ihn jetzt verloren? Kollektoren sind mit etwa einem Drittel der Bevölkerung von Horizon entkommen. Scheinfirma wird Hilfsgüter und Finanzmittel an Überlebende der Kolonie schicken. Der Vorbote, Anführer der Kollektoren, zeigt persönliches Interesse an Shepard. Unklar, ob seine Fähigkeiten Handlanger zu übernehmen kybernetisches Ursprungs ist, auf ein Kollektivbewusstsein der Kollektoren hinweist oder ob nicht sogar Reaper-Technologie im Einsatz ist. Bergungsteam haben mitgenommen, bla bla bla. Habe ich Kaidan verloren? Nein, habe ich nicht. Ich hol mir den zurück. Das muss doch möglich sein. Wie kann man denn so pissig sein? Hallo, wenn ich jemanden nach 2 Jahren... Sagst du jetzt noch was? Shepard, gute Arbeit auf Horizon. Hoffentlich überlegen sich die Kollektoren ihren nächsten Angriff auf eine Kolonie jetzt vorher 2-mal. Es war kein Sieg. Wir haben die Kollektoren unterbrochen, aber die Hälfte der Kolonie haben sie trotzdem verschleppt. Das ist besser als die gesamte Kolonie. Und mehr als wir je erreicht haben, seit es mit den Entführungen losging. Wohl wahr. Die Kollektoren sind jetzt bestimmt vorsichtiger.
Aber wir finden sicher einen anderen Weg, um sie zu ködern. Kaidan sagte, die Allianz hätte einen Tipp über mich und Cerberus bekommen. Waren Sie das? Möglicherweise ließ ich durchblicken, dass Sie am Leben sind. Und bei Cerberus. Sie haben das Leben meines Freundes, meiner Crew und der gesamten Kolonie riskiert, nur um die Kollektoren dorthin zu locken? Ein kalkuliertes Risiko. Ich hatte den Verdacht, dass die Kollektoren nach Ihnen oder Bekannten von Ihnen suchen. Das hat sich nun bestätigt. Ich sagte doch, ich würde nicht rumsitzen und abwarten, während Reaper und Kollektoren immer stärker werden. Außerdem hätten sie irgendwann sowieso wieder eine Kolonie überfallen. Und ohne Hinweis darauf, welche, hätten sie alle verschleppt. Wir müssen dafür sorgen, dass sie niemanden mehr verschleppen. Genau aus dem Grund müssen die Kollektoren aufgehalten werden. Deshalb machen wir das alles, Shepard. Ach so! Ich verwende alle Ressourcen darauf, einen Weg durch das Omega-4-Portal zu finden. Wir müssen sie dort angreifen, wo sie leben. Ihr Team muss stark sein. Und entschlossen. Es gibt keinen Weg zurück. Das Gleiche gilt für Sie. Kann ich mich darauf verlassen, dass Sie mit früheren Beziehungen abgeschlossen haben? Das geht Sie nichts an! Geht Sie gar nichts an. Vergessen Sie das Ganze. Es darf Ihre Mission nicht beeinflussen. Shepard, sobald wir einen Weg durch das Omega-4-Portal zur Heimatwelt der Kollektoren gefunden haben, gibt es keine Garantie auf eine Rückkehr. Damit es überhaupt eine Hoffnung gibt, zu überleben, müssen Sie und Ihr ganzes Team sich der Sache ganz und gar verschreiben. Wir sind okay. Danke für die Motivation, aber wir schaffen es schon. Ich habe Ihnen 3 weitere Dossiers geschickt. Verstärken Sie weiterhin Ihr Team, während ich nach einem Weg durch das Portal suche. Und seien Sie vorsichtig, Shepard. Die Kollektoren werden Sie beobachten. Keiner! Wir werden es wohl tatsächlich tun. Das Omega-4-Portal durchstoßen und den Kampf direkt zu den Kollektoren tragen. Ich freue mich auf die Aktion. Allerdings, wenn man sich ansieht, was die Schweine auf Horizon gemacht haben, kommt man ins Grübeln. Beschäftigt Sie etwas? Nein, es ist nur... Wir kommen wahrscheinlich nicht zurück, selbst wenn wir es schaffen. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Wie die meisten anderen vermutlich auch einen Abschluss finden. Sie verstehen? Wir werden das überleben und ich werde jetzt Kaidan zurückholen. Samara finden. Nach Sturm fliegen. Ein zusammen. Shepard, der Tank, den Sie von Corlys mitgebracht haben, weist im Inneren stabile kroganische Lebenszeichen auf. Er befindet sich im Frachtraum, falls Sie sich das näher ansehen möchten. Ja, ich weiß, wir müssen noch mit den ganzen Crewmitgliedern reden, wir müssen noch bla 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 machen. Pam. Wir müssen noch Helium, den Attentäter rekrutieren. Kaidan. Hey, es kann doch nicht sein, dass ich Kaidan jetzt wirklich verloren habe, oder? Manu! Das darf so nicht sein! Ich einfach so richtig so entsetzt zu Citadel reise. Es ist scheiß auf alles andere, aber... Was für eine Frechheit. Wir waren ein verdammter Fleischklumpen. Wir sind ein verdammter... Habe ich das tot gemacht? Ey, ich google das gleich und dann weine ich wahrscheinlich. Jetzt ist nämlich... Ja, es ist okay. Kommt. Kommen wir raus. So. Die Folge ist vorbei. Ich google das mal eben, ob man Kaidan wirklich verliert oder ob man den wiederbekommt. Weil das kann so nicht sein. Da müssen wir das nochmal spielen. Also bitte, sorry. Kaidan, Beste. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.